Also jetzt nochmal dann von vorne, nochmal ganz kurz. Wie gesagt, wir schauen uns die GTs im Intraday-Trading an, dann die 200-Tage-Strategie, der Golden Cross, die Alternative dazu und wie gesagt ein paar Ideen. Jetzt also das Ganze nochmal in Schnellfassung, die ersten Folien mit Bild, hoffentlich. Also hier nochmal die 20er, 50er, 200, 250er im 5-Minuten-Chart. Ich denke, jetzt kann man es auch schön sehen, dass die gerne mal genutzt werden können, um eine Wende anzutreten. Hier nochmal die Kombination mit dem RSI. Das müssen wir jetzt auch gar nicht so detailliert durchgehen. Also 20er, 50er und 200er und 250er im Chart. Die interessanten Strategien kommen ja gleich noch. Also hier der RSI als Hilfe für ein Intraday-Trading im Zusammenspiel mit den gleitenden Durchschnitten. Wende am 200er GD, 250er GD und ein Rücklauf. Hier der Dow im Tageschart, also tatsächlich der 200-Tages-gleitende Durchschnitt funktioniert nicht immer. Wie gesagt, wenn der GD steil ist, dann zeigt der Markt eine extreme Dynamik. Und hier nochmal der flache 50er GD als Rücklaufziel, wenn der RSI dreht. Also ich habe jetzt hier einen 12er RSI, normal ist ja ein 14er eingetragen, wenn man den in den Chart zieht. So, und hier nochmal eben, wie gesagt, das Beispiel von vor 2 Wochen. Wendeformation am 200er GD im Tageschart und Intraday-Rücklauf an den 200er GD in der Stunde. Das konnte man also sehr gut traden. Gerade zum Ende des Monats hat man ja diese End-of-the-Month-Strategie. Wer das kennt, wer das Webinar mit den saisonalen Mustern sich mal angeschaut hat, da wurde das dann auch nochmal gezeigt. Das passt also wunderbar zusammen. Wir haben saisonales Fenster gehabt für steigende Kurse. Schön Doji am 200er GD im Tageschart und dann konnte man das Intraday wunderbar nach oben dann traden. Also jetzt kriege ich ja gerade eine Rückmeldung, dass die Verbindung schlecht ist. Wie ist das bei den anderen? Noch gut. Und ja, dann liegt es tatsächlich, dann lag es vielleicht, beim Teilnehmer. Gut, so haben wir das mit. Ich hoffe, wie gesagt, jetzt haben wir das nochmal in der Schnellfassung gemacht. Das heißt, die ersten 10 Minuten kann man dann wegnehmen. Ich habe ja am Anfang gefragt, wer nutzt welche GDs? Da kamen ja, wie gesagt, 20er, 50er, 100er, 200er und SMA und EMA. Jetzt vielleicht noch mal ganz kurz den Unterschied zwischen SMA und EMA. Wir wollen jetzt gar nicht große mathematische Formeln reingehen. Der SMA benutzt also der Simple Moving Average, der einfache gleitende Durchschnitt, der gewichtet alle Zahlen, die er da reinholt, gleich. Das heißt, wenn man die Schlusskurse nimmt und 50er SMA, wird halt jeder Schlusskurs mit einem 50stel dann einberechnet, während der EMA, der bewertet neuere Kurse höher
und ist deswegen auch meistens näher am Kurs. Das ist nicht immer der Fall, aber im Normalfall läuft der schneller an den Kurs ran. Ich habe hier dann auch noch mal ein kleines Bild. 20er und 50er SMA gegen den EMA. Was man da nun benutzt, ist vielleicht auch so ein bisschen Geschmackssache. Und wir haben tatsächlich, wenn wir uns nachher ein paar Strategien angucken, Strategien dabei, die ein SMA benutzen und auch Strategien, die ein EMA benutzen. Also hier sieht man ja beispielsweise jetzt der EMA 50er EMA wunderbar angeditscht. Aber das ist natürlich immer ein Chartausschnitt. Ich glaube, man kann sich für jede Aussage, die man treffen will, irgendwo den passenden Chartausschnitt dann auch finden. Und insofern denke ich, muss jeder dann eben überlegen, mit was er am besten zurechtkommt oder ob er sich beides im Chart legt. Das ist natürlich. Wenn man dann noch mehrere gleitende Durchschnitte dazu haben will, dann wird der Chart eventuell nachher zu voll. Wenn ich jetzt also vom 20er, 50er, 100er, 200er, 250er jeweils SMA und EMA in den Chart legen würde, dann kann ich ja vom Chart letztendlich gar nichts mehr erkennen. Das ist vielleicht auch nicht gerade so hilfreich. Dann vielleicht mal eine Frage, wer von Ihnen hat denn schon mal statt dem Close Hoch und Tief eines gleitenden Durchschnitts benutzt. Also hier haben wir mal den 20er SMA und zwar nicht auf den Close berechnet, sondern jeweils als Hoch und als Tief. Finde ich ganz interessant. Gibt dann auch so eine Art Kanal quasi und man sieht eben, dass man diesen Kanal als neutrale Zone benutzen kann, in der man gegebenenfalls dann auch wieder mit dem RSI in Swing handeln kann und so weiter. Also vielleicht ein Tipp von mir. Schauen Sie sich das mal an in Ihrem Chart, in Ihrer Handelssoftware. Vielleicht mal einen neuen Chart erstellen, damit das nicht alles zu unübersichtlich wird. Auch da kann man natürlich mit den Parametern mal probieren, ob man jetzt 20, 50, 10, was auch immer. Also auf jeden Fall kann ich das empfehlen, das mal als Alternative in den Chart zu legen und sich das mal näher anzuschauen. So, und dann kommen wir jetzt mal zu dieser berühmten 200-Tage-Strategie. Die ist ja relativ bekannt, denke ich. Und zwar sieht die so aus, dass man sagt, wenn der Markt die 200-Tage-Linie im Schluss von unten nach oben überquert, dann geht man eben long und beendet die Position, wenn der Markt eben von oben nach unten die 200-Tage-Linie wieder schneidet. Hier haben wir das jetzt mal am Beispiel des DAX und man sieht da natürlich, dass man wenn der Markt um diese 200-Tage-Linie rumläuft, dass man da relativ viele Signale innerhalb von kurzem Zeitraum bekommen kann. Und auf der anderen Seite aber eben, wenn der Markt dann wirklich mal in einen Trend läuft, ist die 200-Tage-Linie eventuell auch mal ganz gut. Aber da schauen wir uns jetzt auch mal in Zahlen an. Wie ist denn diese 200-Tage-Linie
Strategie im Vergleich zu Buy and Hold. Also für den DAX haben wir da mal 35 Jahre und für S&P und Gold, die habe ich nochmal mit dazu genommen, 43 Jahre. Und da sieht man tatsächlich im DAX, senken wir den Drawdown mit dieser Strategie von 67 auf 39%, schenken dabei kaum Rendite ab. Während beim S&P und Gold wird zwar der Drawdown verringert, aber die Rendite nimmt eben auch ab. Also das ist dann, sage ich mal, gleichwertig. Da hilft diese Strategie nicht wirklich. Im Vergleich dazu einfach nochmal die letzten 10 Jahre. Das ist dann eben so, dass beim DAX der Drawdown auch um ein Drittel quasi reduziert wird, von 40 auf 27%. Die Rendite nimmt allerdings auch von 6 auf 4% knapp ab. Und beim S&P und beim Gold ist es tatsächlich so, dass es da gar nicht funktioniert hätte. Da wäre man tatsächlich mit Buy and Hold besser dran gewesen. Und da war ja vorhin schon die, sag mal, diese Anmerkung, ob denn diese 200-Tage-Strategie in diesen Märkten aktuell noch funktioniert. Da fragen wir uns natürlich, geht das auch noch besser? Und tatsächlich geht das, gerade für die Märkte, die wir uns gerade angeschaut haben, S&P und Gold, wo diese, sag mal, das Kreuzen der 200-Tage-Linie nicht wirklich einen Vorteil gebracht hat. Wenn ich jetzt da rangehe und sage, ich mache das nicht auf Tagesbasis, dann, sondern überprüfe das nur monatlich, dann ist es tatsächlich so, dass wir sowohl beim S&P 500 als auch beim Gold es schaffen, uns gegenüber Buy and Hold tatsächlich signifikant zu verbessern. Also bei Gold steigt die Rendite, der Drawdown geht von 62 auf 39% runter. Und beim S&P geben wir ein bisschen Rendite ab, aber der Drawdown sinkt eben auch. Interessant ist, dass quasi dieser monatliche Check beim DAX nicht so viel hilft. Also da ist quasi die normale 200-Tage-Strategie mit täglicher Überprüfung doch noch etwas besser, wobei man dazu wissen muss, dass quasi jetzt die, also keine Ausnahmsbrett, keine Transaktionsgebühren oder so berücksichtigt sind. Auch hier nochmal der Vergleich mit den letzten 10 Jahren. Wie gesagt, DAX gleichwertig, wenn ich täglich überprüfe, zum Buy and Hold. Und auch hier ist es so, dass beim S&P der Drawdown halt gesenkt wird. Bisschen Rendite wird zwar abgeschenkt, aber im Vergleich zu dem, wie wir das vorher gesehen hatten, zu den 4,9%, die steigen jetzt auf 8% Rendite hoch. Und das ist natürlich dann schon viel besser als, ja, wenn ich das täglich überprüfen würde. Und auch beim Gold, Drawdown sinkt und die Rendite steigt. Also können wir doch sagen, dass diese 200-Tage-Strategie für den S&P und Gold definitiv besser funktioniert, als wenn ich sie monatlich überprüfe, als wenn ich sie täglich überprüfe. Das ist vielleicht schon mal eine Erkenntnis, die man so mitnehmen sollte. Man kann natürlich auch das nochmal mit wöchentlich machen, aber monatlich ist eigentlich ja auch schon vom Aufwand am geringsten. Und vielleicht ist das schon eine kleine Hilfe für die, die gesagt haben, na, das funktioniert jetzt aber in den Märkten nicht mehr, dass man beim DAX tatsächlich mit dem täglichen Überprüfen fahren sollte aufgrund der Daten, die wir hier haben, und beim S&P und Gold reicht es eigentlich vollkommen, das monatlich zu überprüfen. Ja, berechtigte Frage. Auf Monatsebene mit dem GD 200 oder mit dem GD 200 Tag oder Monat. Nee, tatsächlich der Tages-GD. Also der gleitende Durchschnitt ist der gleiche. Nur einmal überprüfe ich das tatsächlich jeden Tag.
und das eine Mal nur zum Monatsende. Also der gleitende Durchschnitt ist tatsächlich derselbe. Man spart sich natürlich dann während eines Monats der Markt um den gleitenden Durchschnitt hin und her springt. Das interessiert einen dann einfach nicht, weil man das letztendlich gar nicht sieht, sondern erst zum Ende des Monats. So, dann ist so Buy and Hold verstehe ich. Was ist die Alternative? Da vielleicht noch mal kurz vom Thomas da die Frage, vielleicht noch mal kurz erläutern, was damit gemeint ist. Also wir haben rechts Buy and Hold als Vergleich und dann links quasi die Ergebnisse der 200-Tage-Strategie. Das heißt, über den 200-Tage-gleitenden Durchschnitt gehe ich long und darunter gehe ich raus aus dem Markt. Genau, das war bei der vorherigen Folie genauso. Da kommen wir noch einmal zurück. Also wir haben rechts Buy and Hold und dann links eben die Daten der 200-Tage-Strategie. Aber da tatsächlich noch jeweils eben komplett auf Tagesbasis geprüft. Also die Daten, diese hier auf Tagesbasis und Buy and Hold sind natürlich gleich mit der Folie, die wir hier gesehen haben, nur dass wir hier zu diesem Daily Check, den wir vorher gesehen haben, jetzt noch den Monthly Check mit dazu gepackt haben. Okay, aber ich denke, jetzt ist es, glaube ich, klar. Hoffe ich. So, was man halt noch machen kann, ist diese 200-Tage-Strategie mit einem saisonalen Muster zu kombinieren. Das Ganze sieht dann so aus. In dem Fall gibt es ja, sag mal, dieses saisonale Muster mit den Wahljahren. Das kann man auch wunderbar kombinieren mit der 200-Tage-Strategie. Also hier ist es dann so, dass man jetzt nicht sagt, okay, ich kombiniere einen gleitenden Durchschnitt mit beispielsweise einem anderen Indikator wie dem RSI, sondern ich kombiniere einen gleitenden Durchschnitt mit einem saisonalen Muster. Führt dann dazu, dass wir im S&P den Drawdown verringern, sowohl über die 43 als auch über die 10 Jahre und auch die Rendite bei den 43 Jahren erhöhen und bei den 10 Jahren nicht wirklich was abschenken. Und diese Strategie, obwohl die auf den Wahljahren der Amerikaner beruht, funktioniert tatsächlich auch auf dem DAX. Und zwar, wie wir an den Zahlen erkennen können, ganz wunderbar. Wer mehr zu dieser Strategie wissen will, kann dann gerne mit mir Kontakt aufnehmen. Das ist eine Entwicklung von mir selber. Kontaktdaten gibt es dann am Ende. Das aber nur mal so als Beispiel. Kombination von gleitenden Durchschnitten eben mit saisonalen Mustern. Ja, 200er oder 250er GD. Haben wir ja schon gesehen im ersten Chart. Warum, wieso, weshalb sollte man die nehmen? Warum ist mal der eine besser und mal der andere? Sollte man vielleicht doch beide in den Chart legen? Wie gesagt, beim SMA und dem EMA ist das so ein bisschen Geschmackssache und auch hier mit den 200er und 250er GD. Dazu muss man sich einfach mal ein bisschen vor Augen führen, wie hängt denn das Ganze zusammen, gerade beim SMA. Also da entspricht ja
quasi der 10er SMA im 5-Minuten-Chart, dem 50er im Minuten-Chart, der 50er, den wir ja auch gerne benutzen im 5-Minuten-Chart, ist der 250er im Minuten-Chart und so weiter. Also 20er in der Stunde ist dann 240 im M5, 50er im H4 und so weiter. Also ich denke, die Tabelle erklärt sich von selbst. Gleiches gilt natürlich dann auch eben für die höheren Zeitebenen. Und da ist es ganz interessant, dass also der 10er Wochen-SMA ist ein 50er Tages-GD bei 5 Handelstagen, Montag bis Freitag. Bei 250, knapp 250 Handelstagen im Jahr haben wir einen 250er Tagesdurchschnitt und bei den 10, die wir gerne benutzen, wenn wir die 10 im Monat haben, dann ist das halt der 200-Tages-GD. Die Frage nur da zum Präsidentsprime. Wie gesagt, das ist eine von mir entwickelte Strategie, die halt die gleitenden Durchschnitte benutzt, 200, 250er in Kombination mit den Wahljahren. Gehandelt werden eben Jahre, gewisse Jahre werden komplett durchgehandelt und andere eben nur mit gleitenden Durchschnitten. Kommen wir aber zur anderen Strategie. Also wie gesagt, hier 50er und 200er Tagesdurchschnitt. Diese Kreuzung wird auch als Golden Cross bezeichnet. Hat man vielleicht auch schon mal gehört. Und das Interessante ist natürlich, dass hier jetzt nicht nur der 50er und 200er gleitende Durchschnitt im Tag sich kreuzen, sondern eben auch der 10er Wochen mit dem 10er Monatsdurchschnitt. So, und diese Strategie schauen wir uns jetzt einfach mal an. Wie gesagt, Golden Cross Strategie, 50er Tages SMA kreuzt den 200er SMA, wenn er von unten nach oben kreuzt, gehen wir long. Wenn er von oben nach unten dann wieder kreuzt, gehen wir raus. Das Pendant auf der anderen Seite, also für die Short-Seite, ist halt der Death Cross, nennt sich das. Das ist halt, wenn man dann halt Short gehen würde, aber die gleitenden Durchschnitte sind die gleichen. Wir schauen uns aber hier nur den Golden Cross an, weil ja, Aktienmärkte langfristigen Long Bias aufweisen und insofern sollte man dann in erster Linie immer den Blick auf steigende Kurse setzen. Und natürlich haben wir auch für diese Strategie die Ergebnisse und man sieht tatsächlich, die klappt also schon bisschen besser für alle Märkte als der 200-Tage-Durchschnitt. Drawdown wird wieder in allen drei Märkten hier gesenkt und die Rendite teilweise gesteigert. Also beim Gold, beim S&P und beim DAX geben wir ein bisschen Rendite ab. Aber das kann man dann, wenn der Drawdown so extrem gesenkt wird, natürlich verkraften. Auch hier nochmal der Vergleich die letzten 10 Jahre. Da ist natürlich ganz interessant, dass das da beim S&P nicht mehr so funktioniert. Der Drawdown sinkt gar nicht, aber wir verlieren Rendite. Zeigt natürlich, dass nicht alle Strategien immer und ewig funktionieren. Sollte man auch immer im Hinterkopf behalten. Beantwortet vielleicht auch teilweise schon mal die Frage, die wir ja uns am Anfang gestellt haben, ist, sind gleitende Durchschnitte der Heilige Gral? Und wenn sie das wären, dann müssten die Strategien natürlich auch immer und ewig funktionieren. Und das tun sie nicht.
So, die Frage, ob die Dynamik des MA egal ist. Also sie wird auf jeden Fall bei dieser Strategie nicht berücksichtigt. Sicherlich kann man diese Strategie, ist ja relativ einfach, für zwei gleitende Durchschnitte, die sich kreuzen, kann man durch irgendwelche Maßnahmen noch verbessern. Hier nochmal die Frage in die Runde. Handelt jemand von Ihnen mit Optionen? Genau. Es gibt nämlich gerade, wenn man diese Strategie jetzt mit dem gerade diese beiden leitenden Durchschnitte der 50er und der 200er in Kombination kann man beispielsweise auch im Optionshandel benutzen. Da wollen wir jetzt gar nicht so viel drauf eingehen. Und zwar dienen die beiden dann quasi als ja, Indikator, was man denn machen sollte. In dem Fall jetzt auf den S&P 500 sollte sich der Kurs unterhalb der beiden gleitenden Durchschnitte bewegen, verkauft man Calls in the Money. Das heißt, wenn man seine S&P-Position hat, würde man eben sich weiter gegen fallende Kurse absichern und dann Prämien kassieren. Also geht es nicht darum, dass man dann den S&P verkauft hat bei der Kreuzung, sondern quasi, dass man ihn dann nur aufgrund des Kurses, wenn er unter beiden gleitenden Durchschnitten ist, seine bestehende Buy-and-Hold-Position absichert. Sollte sich der Kurs über den beiden gleitenden Durchschnitten bewegen, verkauft man Calls, die out of the money sind, damit man eben da geht man von weiter steigenden Kursen aus und damit an die Position nicht zwingend weggerissen wird, sondern nur die Prämien kassiert, verkauft man Calls out the money und bewegt sich der Kurs zwischen den gleitenden Durchschnitten, werden Calls at the money verkauft. Da kriegt man natürlich auch noch mal eine schöne Prämie für. Das ist also nur so einfach mal eine Strategie aus dem Optionshandel, die aber die zufälligerweise die gleichen gleitenden Durchschnitte benutzt wie der Golden Cross. So, ich hatte es ja schon versprochen, es gibt noch eine Alternative zum Golden Cross, und zwar der 10er, 20er EMA Cross. Wie gesagt, Golden Cross 50er gegen 200er SMA auf Tagesbasis. Hier, jetzt haben wir hier eine Kreuzung vom 10er und 20er EMA auf Wochenbasis. Und da wissen wir ja, dass beim SMA der 10er Wochen GD der 50er GD im Tag ist. Hier haben wir allerdings die EMAs. Da kann man das nicht so einfach pauschalisieren. Beispielmarkt hier der S&P 500 mit den letzten Signalen. Da ist man also quasi aktuell long in dieser Strategie. Also auch eine ganz simple Strategie, zwei gleitende Durchschnitte, die sich kreuzen. Eben auf Wochenbasis ist es natürlich ein bisschen gemütlicher. Ergebnisse, auch hier Senkung des Drawdowns mit relativ moderaten Renditeverlust, also ein Deal, den man eigentlich immer eingehen kann.
das Ganze dann auch nochmal über die letzten 10 Jahre nur. Da sieht man dann eben, da hätte das im DAX nicht mehr funktioniert. Aber beim S&P und beim Gold klappt das immer noch wunderbar. Okay, jetzt sehe ich gerade da jetzt die Frage nochmal bezüglich der Option. Nee, also wie gesagt, diese Strategie mit den Optionen, die hat mit dem Golden Cross nichts zu tun. Also der Cross ist da irrelevant. Das Interessante ist nur, dass die beiden gleitenden Durchschnitte benutzt werden, wie auch beim Golden Cross, also der 50er und der 200er. SMA und es werden auch keine Put-Optionen geschrieben, sondern es wird nur eine bestehende S&P-Position mit Calls eben, die geschrieben werden, immer abgesichert. Nur ist halt die Lage der Calls davon abhängig, wo sich der Kurs zu den gleitenden Durchschnitten befindet. Und da ist es tatsächlich so, wenn wir also unter den beiden gleitenden Durchschnitten sind, wird dann eben ein Call im Geld verkauft, weil man davon ausgeht, dass der Markt weiter fällt und man so natürlich mehr Prämie generiert. Ist die Frage damit beantwortet? So, dann die Strategie zum Scalping. Also man kann tatsächlich auch im Minutenchart mit den 20er und 50er GD und dann mit dem RSI arbeiten. Wer es dann extrem schneller will, nimmt halt einen schnelleren RSI. So. Kommen wir aber zum 10er, 20er EMA Cross zur Strategie zurück. Diese Strategie der Kreuzung des 10er mit dem 20er EMA kann man auch ganz einfach im MACD sich anzeigen lassen. Dazu muss man die Einstellung nehmen 10, 20 und 1, weil der MACD macht ja nichts anderes als zwei EMAs miteinander zu vergleichen. Und das ist ja das, was wir hier tun wollen. Wir wollen den 10er mit dem 20er vergleichen. Und das heißt, wenn der MACD über die Nulllinie geht, dann haben wir die Long-Kreuzung und sobald er darunter geht, haben wir die Kreuzung für den Ausstieg. Spart man sich zwei gleitende Durchschnitte im Chart. Das kann man also hier ganz einfach über den Wochen-MACD sich abbilden lassen, wobei wir dann eben keine Kreuzung von der Hauptlinie mit der Signallinie haben wollen, sondern einfach nur die Kreuzung mit der Nulllinie. Die Ergebnisse sind natürlich dann die gleichen. So, und da sind wir eigentlich auch schon am Ende angelangt. Fasse das nochmal kurz zusammen. Also mit vier gleitenden Durchschnitten ist man ganz gut aufgestellt. Beispiel eben 10, 20, 50 und 200. Den 100er kann man natürlich mit dazu nehmen, weil ja der 100er im Minutenchart ist ja dann der 20er im 5-Minuten-Chart. Die Märkte funktionieren nicht mit jeder Strategie gleich, das haben wir ja gesehen und reagieren auch unterschiedlich. Gerade beispielsweise bei der Kreuzung des 200er GD haben wir gesehen, dass wir beim DAX tatsächlich mit dem täglichen Überprüfen besser fahren und bei
Gold und S&P reicht es vollkommen, wenn man das monatlich überprüft. Auch ist es so, dass diese Vorteile, die wir mit einer Strategie haben, sich über die Zeit verändern können. Das heißt, ja, im gesamten Zeitraum sah es alles ganz toll aus, aber wenn man sich die letzten 10 Jahre anschaut, gibt es eben Strategien, die dann gar nicht mehr funktioniert haben. Wenn Sie traden, schauen Sie sich die gleitenden Durchschnitte auf mehreren Zeitebenen an, auch wenn Sie es gerade mit Indikatoren kombinieren. Manchmal sieht man dann eben Sachen, die man in der einen Zeitebene nicht erkennen kann. Also einfach mal die Zeitebenen alle durchschauen. Gerade wenn man sagt, okay, ich möchte jetzt Intraday den 5-Minuten-Chart handeln, dann sollte ich mir auf jeden Fall schon mal die Stunde und den Tageschart nochmal anschauen. Wo liegen da die gleitenden Durchschnitte? Wie ist da die Lage der Indikatoren? Wenn ich die Minute handle, sollte ich mir zumindest auch mal die Stunde und den 5-Minuten-Chart beispielsweise anschauen. Also rein, man sollte nicht den Blick immer nur auf eine Zeitebene haben. Dann die Sache mit diesem Kanal. Er sagt, es muss nicht immer der Close sein. Schauen Sie sich das an. Mal mit Hoch und Tief sich so einen Kanal in den Chart zu legen. Ob vielleicht hilft Ihnen das. Also mir hilft es. Ich benutze das selber auch im täglichen Handel. Nicht für alle Einstellungen, aber schon für die schnelleren gleitenden Durchschnitte. Wie gesagt, knallen Sie sich den Chart nicht so voll. Sie müssen auch noch gucken, was der Markt denn macht, weil der hat ja letztendlich recht. Dann kann man die gleitenden Durchschnitte mit anderen Indikatoren kombinieren, im RSI oder tatsächlich eben auch mit saisonalen Mustern. Den MACD mit dem gleitenden Durchschnitt zu kombinieren, muss man sich überlegen, ob das so viel Sinn macht, weil der ja letztendlich auch nur die Lage von gleitenden Durchschnitten abbildet. Als visuelle Hilfe sicherlich, aber das sind eben Sachen, die kann man auch so im Chart gegebenenfalls sehen. Ja, und wir haben erkannt, dass eben die gleitenden Durchschnitte leider nicht der heilige Gral sind, weil sonst würden ja alle Strategien immer und überall funktionieren. Der Markt würde auch immer an den gleitenden Durchschnitten abprallen. Wenn dem so wäre, ist leider nicht so, aber trotzdem denke ich, sollte man sich gleitende Durchschnitte in den Chart legen, also eben doch eine große Hilfe sein können. Ja, und wie immer gilt, Dior ist kein Parfum, sondern steht für Do Your Own Research. Also ich lade Sie ein, sich einfach mal dann mit gleitenden Durchschnitten weiter zu beschäftigen. Und wenn Sie noch Fragen haben zu den hier vorgestellten Strategien, können Sie sich gerne per E-Mail oder Telefon an mich wenden. So, ob ich den Kanal noch mal zeige? Ja, klar. Da ist die Frage noch. Also wenn jeder die Kontaktdaten sich aufgeschrieben hat, dann schauen wir uns das nochmal eben an. Kann man jetzt die Sharp-Software sehen? Vielleicht die kurze Frage. So, wunderbar. Also hier haben wir das nochmal mit dem Kanal. Und zwar ist es dann so, wenn man jetzt, also hier mit dem MetaTrader 5,
Wir nehmen das mal weg hier. Nehmen wir die Indikatoren weg. Dann zeige ich auch mal, wie das einfach geht. Ist jetzt. Irgendwas klingt jetzt hier. Was klingt und wieso? Ja, externes Fenster. Ich gucke ja gerade. Das eine wegging, ging noch. Was machen wir das mal anders? Fenster schließen. Ja, der Metatrader hat sich irgendwie aufgehängt. Aber das kriegen wir ja alles hin. Zack. So, jetzt müsste es wieder gehen. Denke, jetzt müssen wir wieder sehen, ne? So. Genau, ich hatte auf Indikatoren gedrückt und dann war das auf dem anderen Bildschirm. Wenn man jetzt das mit dem Hoch und Tief haben will, dann geht man da rein. Moving Average. Und da muss das natürlich auch auf diesem Bildschirm. Und normalerweise ist ja hier Close eingestellt. Und da würde man das dann auf High stellen. Dann haben wir den Kanal auf die Hochs, die hier den 20er Durchschnitt der letzten Hochs, und für den unteren Kanal stellt man das dann auf Low für die Tiefs und dann hat man seinen Kanal. Ja, also das hier ist tatsächlich ein Demokonto, weil ich selber auf dem MT4 handle. Das ist jetzt aber ein Demokonto auf dem MT5. Also ich habe auch die Strategien, die ich sonst selber habe. Saisonale Strategien, Präsenz, Frei und so sind auch alle für den MT4 programmiert. So, sind sonst noch weitere Fragen? Dem scheint nicht so zu sein. Strategie, Kerzenschuss, darüber Long und darunter Short.
Auch mit diesem Kanal. Würde ich auch immer dann beispielsweise mit dem RSI oder ähnlichem verbinden. Also sehr hilfreich ist natürlich, wenn der Kanal flach ist, dann kann man quasi auch innerhalb des Kanals dann über einen kleineren Zeitframe dann einen Swing handeln. Und ansonsten tatsächlich ist halt ein Ausbau aus dem Kanal dann doch eher trendfolgend, aber auch hier gilt natürlich, man sollte die alle Zeitebenen betrachten. Ja, also ich handle den tatsächlich auch eher als Rücklaufziel. Aber das liegt, glaube ich, also weil ich handle eher Swing als Trend, was das angeht. Das ist halt immer so Geschmackssache, ne? Wie jeder so handelt. Zumindest denke ich, sollte man sich das mal mit in den Chart legen. Kann ja auch einfach mal, wo wir schon noch hier zusammensitzen, packen wir uns das Ganze nochmal mit dem 50er dazu. Aber da sieht man dann schon, dass man, wenn man den 50er jetzt auch als Kanal reinlegt, da wird es halt schon unübersichtlich, ne? Interessant sind dann aber tatsächlich solche Sachen wie hier, dass tatsächlich da, denn wenn man den normalen 50er GD da hätte, dann der wäre irgendwo dazwischen, also auf Schlusskurs. Während der Dipper hier natürlich wunderbar an die 50er Low gelaufen ist. Aber wie anfangs schon erwähnt, man kann im Chart sich immer die Sachen finden, die dann gerade super funktioniert haben. Aber als Alternative zum normalen Close sollte man sich vielleicht das mal mit Hoch und Tief mit in den Chart legen und gucken, ob das vielleicht noch einen kleinen Vorteil generiert. Ja, dann also hier noch mal kurz die Kontaktdaten. Also wer dann in Zukunft noch ein paar Fragen hat, kann mir gerne eine E-Mail schicken oder mich anrufen. Und dann kriegen wir da auch die Fragen, die vielleicht am nächsten Tag oder so kommen, dann noch aus der Welt geräumt. In dem Sinne wünsche ich Ihnen allen einen wunderbaren sonnigen Abend. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hier bei dem wunderbaren Wetter eine Stunde mit mir zu verbringen. Und ich hoffe, man sieht sich bald wieder.